Willkommen zurück zu Kaizo Mario 3. Hier im Kaizo Monat, der jetzt fast zu Ende ist. Ich habe echt Schiss vor diesem Level, Leute. Ich habe so einen Schiss vor diesem Level. Nein. Wie funktionierte das hier nochmal? Oh, fuck. Balls. Ah, Balls! Balls. Zu weit. Nein, zu weit. Ah, zu hoch. Na komm. Na komm schon, komm schon, komm schon. Oh, war das knapp. Oh. Ich muss dann sofort safe staten, sobald ich da unten festen Boden habe. Ich hasse Short Hops. Ich hasse Short Hops. Okay. Okay. Saven, erstmal warten. Komm, Foxy, das schaffst du. Und hoch. Und da kommt jetzt ein... Genau. Jetzt. Ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Vor. Oh Gott. Dieses Level, ne? Ah, fuck. Okay. Hoch. 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 Runter. Runter. Warten, saven und... Sehr schön.
Oh, vor der Stelle hier habe ich ja jetzt schon Angst, wenn wir hier wieder zurück müssen. Fuck. Okay, 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 okay. Ab nach oben. Oh Gott, ich freue mich ja schon auf Bowser, auf Crack. Nein. Okay, wieder an. Nicht sterben. Okay, wir müssen noch eins abwarten. Ah, komm schon. Nicht laggen. Digga, nicht laggen. Ich darf den, glaube ich, nicht platt machen. Das ist ein Fehler. Das reicht nicht, ne? Nee. Okay, dann muss ich den platt machen wohl. Vergessen, so wie es aussieht, wa? Da komme ich nie im Leben noch drauf. Außer so. Ah, wartet mal. Natürlich kann ich den hier benutzen. Nee. Wenn ich ganz außen stehe, vielleicht. Ach, nee. Okay, wartet mal. Das könnte es vielleicht sein. Nee. Ich habe mich versaved, glaube ich, gerade. Okay. Okay, okay, okay. Ja, bin ich jetzt zu doof? Klappt das? Nee, dann habe ich oben nicht mehr genug Platz, ne? Saved. Okay. Jetzt ist gut, jetzt ist gut. Okay. Thank you.
Okay. So, Leute. Jetzt kommt die witzige Stelle, wo einfach alles passen muss. Ich mache jetzt mal zwei Sicherheits-Safe-States, weil das ist das schlimmste Level ever, meiner Meinung nach. Okay. Okay, okay, okay. Jetzt! Fuck, schon vergeigt. Ich glaube, das müssen wir recht knapp machen. Wartet mal. Machen wir einfach nochmal auf Off. Ah, Mann! Ich muss da einfach nur durchkommen normalerweise. Okay, wie weit kann ich zurück? Kann ich bis zum P-Switch zurück und mir den Safe sparen? Ja. Okay. Wartet. Komm schon. Oh Leute. Das ist so ein Scheiß, dieses Level. Das könnte sogar... Oh! Oh! Welcome to Bowser on Crack. I won't let you beat this game. Oh, take. Take. Lass dich mit dem Falschen angehen. Wow, dieses Level. Ich bin gerade am Zittern ohne Ende. Dass ich das so auf Anhieb geschafft habe, mehr oder weniger auf Anhieb. So, Leute, für den Fall, dass wir uns hier versaven, ne? Bei Bowser on Crack. Ich nenne ihn gerne Bowser auf Crack, weil ihr seht das jetzt gleich, wer vielleicht Kaizo 3 noch nicht kennt. Aber jetzt Bowser auf Crack. Viel Spaß. Die Musik ist geil, muss ich zugeben. Also noch geht's, ne? Noch spammt er nicht allzu viel. Fuck, ich hab gedacht, ich krieg's noch hin. Wartet. Okay. Oh, nee. Der hat aber auch echt immer ein anderes... Fuck. Bewegungsmuster, wie man hier sieht. Am besten die Bombe so lange in der Hand behalten, bis sie kurz vorm Explodieren ist. So, da haben wir den ersten Treffer.
Das ist halt so mein Tipp, den ich geben kann. Oder halt einfach der Bombe ihren freien Lauf lassen. Kann ich aber nicht so empfehlen. Jawohl, zweimal. Huh. Naja, das schaffen wir nicht mehr raus. Okay, okay, okay. So. Oh Gott. Komm her. Komm her, Bobby Bomb. Oh fuck, ich muss sie auch irgendwann mal loslassen. Wartet mal. Ach, bumm. Ach, scheiße. Natürlich kommst du jetzt in meine Richtung, ne? Du Hoden. Ah, das war nix. Oh Gott. Ah, gleich kommt aber wie gesagt noch Kamek, also Magic Cooper. Ich komme da durch. Kurz stehen. Oh Gott. Too much for my brain. Insane in the membrane. Insane in the brain. Oh my goodness. What the fuck? Jetzt laufe ich in den nächsten Hammer rein. Oh, diese Hammer. Ich kann auf ihm spin jumpen. Oh Leute, das müssen wir ausnutzen manchmal, ne? Hier komme ich nicht mehr groß. Doch! Da aber nicht mehr. Komm her. Du sollst doch nur nach vorne werfen, Mario. Ja! Das ist der nächste Treffer. Oh, jetzt wird's hektisch. Das war übrigens der Magic Cooper, dem es recht egal ist, ob wir auf ihm spin jumpen oder ihn überhaupt treffen. Komm, müssen wir es jetzt halt klein versuchen. Wow, jetzt kommt Swamp dazu. Das wird immer mehr auf dem Screen bei uns. Ach, geh weg. Komm her. Ja, komm! Kaizo 1, Kaizo 2, Kaizo 3. 30 Tage. Das heißt, im Schnitt pro Kaizo 10 Parts. 10 Level. Wobei ich ja bei Kaizo 2 und Kaizo 1 manchmal zwei Level in einem Part gemacht habe. Und, ich bin fertig mit meiner Welt. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht, jetzt hier im letzten Part. Für morgen lasse ich mir dann auch was einfallen. Vielleicht ein Best-of oder sowas. Mal gucken, was nicht so lange braucht zum Schneiden.
Mal gucken. Krieg schon was hin. So. Sehr schön. Jetzt haben wir die Musik erstmal übersprungen und ich würde sagen, das war's mit dem Kaisermonat. Eventuell morgen noch ein kleiner Best-of-Part. Mal gucken, vielleicht fällt mir auch für morgen noch was anderes ein. Also ein Level ohne Save-States definitiv nicht. Ich sag erstmal tschö, ciao, ciao, euer Mr. Nightfox und wir sehen uns dann beim nächsten Mario-Projekt. Bis denn. Tschüss. Oder wie andere größere YouTuber machen würden.